Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Review. Heute geht's um das Set 9496 Desert Skiff. Die Altersempfehlung ist 7 bis 12 Jahre. Hier seht ihr die Box. Schön gestaltet. Alle vier Minifiguren sind neu oder zumindest überarbeitet. Die Rückseite sieht so aus. Alle Funktionen sind da aufgelistet. Ich zeige sie euch alle. Ja. Ich fange mit den Minifiguren an. So, hier haben wir einmal Luke Skywalker in Endor-Ausrüstung, wie im sechsten Teil. Grünem Lichtschwert, das endlich mal richtig grün ist. Und nicht so wie bei den alten Sets so eher gelblich, sondern jetzt ist es richtig grün. Dann haben wir einmal Boba Fett. Sein Kopf sieht so aus. Der hat hier so ein Karma. Dann haben wir noch Lando Calrissian. Dem seine Axt ist übrigens keine richtige Axt, sondern die ist so zusammengesteckt. Das ist eigentlich nur so eine Lanze und dieses Teil hier kann man da so dran klippen. So, jetzt kommen wir zur letzten Minifigur. Auch eine ziemlich schöne Minifigur. Ja, jetzt zeige ich euch das Set. So, der Hauptteil des Sets ist natürlich dieses Desert Skiff. Das sieht so aus. Wir können beim Desert Skiff ist hier so eine Luke. Wenn ihr den sechsten Teil kennt, was ich jetzt mal einfach annehme, wisst ihr, dass Luke da in diesen Sarlacc, so heißt dieses Monster hier, reinspringen soll und dann aber am Ende nach einem Gefecht landet dann der Boba Fett da drin. Und von dieser Landeklappe soll der Luke eben runterspringen. So, dann haben wir hier einmal eben diese Landeklappe, die kann man nach vorne und nach hinten bewegen. Eine andere Funktion ist, wir können hier unten, seht ihr eine Rakete, die können wir, eine Schnipprakete, die können wir wegschießen. Ganz normal, so wie es bei jedem Set funktioniert. Die ist eben hier unten angebracht. Die ist auch so braun und ein bisschen getarnt. Hier ist so eine kleine Box. Und da sind zwei von diesen kleinen Blastern drin. Hier sind eben an den Seiten jeweils zwei so Flügel, die man auch bewegen kann. Auf der Rückseite, also auf der Unterseite vom Desert Skiff, sind solche durchsichtigen Steine. Die sind eben dafür da. Das soll eben heißen, dass das Desert Skiff in der Luft schwebt und eben nicht hier steht, sondern es schwebt eben. Vorne sieht es so aus. Es ist an den Farbton vom Planeten Tatooine angepasst. Eben auch so braun wie der Planet selbst. Ja, hier hinten haben wir noch Steuerhebel. Da können wir eben auch eine Figur hinstellen, wenn wir Lust haben. Wenn ihr wollt, kann ich das auch gerade mal tun. Nehme ich jetzt einfach mal ihn hier. Natürlich ohne Waffe. So. So sieht das Ganze dann aus. Ja. Jetzt zeige ich euch noch den Sarlacc. Sarlacc ist eben dieses Monster, in dem im sechsten Teil Boba Fett landet. Das sieht eben so aus. Ich finde es ziemlich schön gemacht, auch diese Teile hier, dass die unterschiedlich sich räkeln, diese Schwänze oder was das ist. Wenn wir wollen, können wir jetzt hier Boba Fett nehmen und den, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, weil seine Waffe. Jetzt mache ich die gerade mal weg, genau. Stelle ich ihn mal ohne seine Waffe rein. Das müsste eigentlich jetzt zugehen. Ja,
So sieht es dann aus. Den kann man eben dann auch da drin unterbringen, den Boba. Genau. Also, das war es jetzt vom Set. Jetzt zeige ich euch einfach noch die Anleitung. Die Anleitung ist, was ich nicht wusste, jetzt aus härterem und dickerem Papier. Muss jetzt irgendwie neu sein seit den Sommersets. Weil das ist das erste Sommerset, was ich reviewe. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch das spannendste Review für euch. Und das ist eben dickes Papier. Die Anleitung ist ganz normal. Es gab 3 Tüten beim Zusammenbauen. So sieht die Anleitung aus. Alles schön und gut, so wie immer. Hier hinten ist noch ein kleiner Comic aufgeführt. Und da sind eben noch die anderen oder einige der neuen Sommersets aufgeführt. Hier ist nochmal ein kleiner Comic mit Rätsel und nochmal Werbung und hier noch ein Gewinnspiel. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde, das Set ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, ich finde, es ist eines der coolsten Sets, was ich überhaupt habe. Also, ich würde es euch auf jeden Fall zum Kauf empfehlen. Es kostet 29,99 €. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele Teile es hat und so weiter, dann müsst ihr einfach unten in der Videobeschreibung gucken, da steht alles genau aufgelistet. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und möchte euch noch meine Abo-Empfehlungen sagen. Abonniert bitte einmal Freezemaker 1. Der hat mein neues Intro, was ihr vor diesem Review gesehen habt, auch gemacht. Das finde ich sehr cool von ihm. Dann abonniert ihr bitte noch BlueTech FX. Der hat mein neues Channel-Design, das neue Channel-Design von meinem Zweitkanal. Und den Avatar von mir gemacht. Dann könnt ihr bitte noch X-Wing Trooper abonnieren. Der macht Reviews und ist ein guter Freund von mir. Und vielleicht noch Commander Kree 99. Der macht schöne Mocs und hat auch jetzt ein Review zu Palpatines Arrest gemacht. Das ist auch ein cooles Review geworden. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.